Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Review von Star Citizen. Heute wurde die M50 von Origin veröffentlicht. Man konnte sie bereits vor einigen Monaten, glaube ich, mittlerweile kaufen. Oder man kann auch, wenn man jetzt immer noch will, sich die M50 heute nochmal holen. Zwar nicht mehr als LTI-Variante, aber auch zu einem leicht erhöhten Preis als früher. Aber man kann sich halt damit dann immer noch das M50 oder die M50 holen, wenn man es will. Wie man jetzt schon mal sieht, ist die M50 halt auch ein sehr, sehr kleines Schiff. Der Hintergrund für die M50 selber ist halt auch einfach Verfolgungsjagden oder ja, Erkundungsmissionen eher weniger. Aber ich glaube, mehr ist es, wofür es am besten designt ist, ist es meiner Meinung nach einfach für das Racing. Das sagt auch das Entwicklerteam, also für Verfolgungsjagden oder halt für Racing. Ich persönlich würde jetzt mit so einem kleinen Schiff nicht unbedingt eine Verfolgung starten, wenn ich nicht weiß, dass ich auch denjenigen bekämpfen kann, den ich dann vielleicht irgendwann mal eingeholt habe. Na gut, so viel dazu. Gucken wir uns mal kurz das Schiff selber an. Das Schiff selber hat einen schönen, also meiner Meinung nach schöne Rotlackierung, erinnert mich so ein bisschen an Ferrari Rot. Also jetzt nicht so komplett von der Farbgebung her, aber schon so in Ansätzen. Die Reifen auch hier mit diesem gelben Rand sieht so ein bisschen danach aus wie diese Formel 1 Reifen oder wie so Rennreifen im Allgemeinen, nicht Formel 1 Reifen, das ist vielleicht ein bisschen falsch gesagt. Das haben die anderen Schiffe meiner Meinung nach oder meines Wissens nach, glaube ich, nicht gehabt. Hier ist auch das Origin-Logo am Rand zu erkennen. Und oben sehen wir auch den Aufkleber Hammer. Hammer Propulsion. Der ist deswegen dran, weil dieses Schiff mit zwei Hammer Propulsion Antrieben angetrieben wird und damit für dieses kleine Größenverhältnis, hier sehen wir es nochmal von vorne, einen ziemlich starken Antrieb an sich besitzt. Ich finde das Design an sich sehr, sehr schnittig. Also, es hat halt schon ein sehr, sehr sportliches Design. Und sieht auch wenn es eigentlich nicht notwendig ist, sehr windschnittig aus. An sich ist das Schiff auch für kleinere Speditionsaufgaben oder Kurieraufgaben geeignet. Da muss man nur dran denken, das Schiff selber hat halt nur vier Cargo-Einheiten. Das heißt, allzu viel reinpacken ist da nicht drin. Sollte das dann doch eine etwas größere Cargo-Mission werden, sollte man sich vielleicht mal Gedanken machen, auf ein anderes Schiff auszuweichen, was dafür besser geeignet ist. Da oben sehen wir es auch schon. Jetzt in der Mitte vom Bild. Da oben sind im Prinzip dann die beiden Hammer Propulsion Antriebe. Und hier sehen wir sie nochmal von hinten. Da unten ist noch so eine kleine Diagnoseanzeige anscheinend. Und das sind die beiden großen Triebwerke. Das sind TR3 Triebwerke. Das heißt, die haben an sich schon mal einen gewissen, ja, gewissen Dampf unter der Haube. Aber sie können auch noch auf TR4 geupgradet werden. Zumindest sagt es so das Spieldesign bis jetzt so vor. Von daher könnte da sogar noch ein bisschen Luft nach oben sein und das Schiff könnte sogar noch ein bisschen zügiger gemacht werden. So, genug von außen. Gehen wir mal in das Schiff hinein. So, da sind wir auch in dem guten Stück. Das Interieur bzw. die Interfaces werden sich eventuell noch mal ein bisschen ändern können. Das ist ja bei den ganzen Schiffen bei Star Citizen nicht so gewahr, dass es auf jeden Fall so bleibt, wie es jetzt ist. Prinzipiell relativ übersichtlich, wenn man sich dann noch die Interfaces, die man ja aus den anderen Videos kennt, noch dazu denkt, im unteren linken, unteren rechten und oben ein bisschen, dann hat man schon noch ganz guten Ausblick zwar, aber ein bisschen geht vielleicht noch verloren hier. Für einen Rennen oder für einen
Kurier oder Verfolgungsflugzeug ist der Ausblick an sich hier vorne schon ganz gut. Also wenn man so rausguckt, kann man auch ganz gut unterwegs sein, ohne etwas vom Cockpit mitzubekommen. Sollte man vielleicht mal gucken, wie es dann wirklich mit den Interfaces aussieht, wie man jetzt sieht. Aktuell kann ich damit nicht in den Dogfight fliegen. Dafür ist es noch nicht geeignet oder noch nicht konzipiert. Würde mich aber mal interessieren, wie es aussieht später. Und da werde ich auf jeden Fall nochmal Video nachlegen. Ansonsten finde ich es eigentlich ganz gut, dass man halt auch guten Ausblick hat. Nicht so viel Ausblick wie bei der Aurora, aber auf jeden Fall mehr als in der Hornet, meiner Meinung nach. Steigen wir aus dem guten Stück mal wieder aus. Zack, weg ist der Tritt. Ja, und das ist die M50 von Origin. Ich bedanke mich wieder für eure Aufmerksamkeit und sagt mir doch mal eure Meinung, was ihr von dem Schiff haltet. Und vielleicht habt ihr ein bisschen Lust auf Star Citizen bekommen, dass man halt auch so andere Aspekte von dem Spiel an sich sieht und mal vielleicht nochmal das ein oder andere neben den Raumballereien und Enter-Manöver und was auch immer, vielleicht auch noch mal ein bisschen was nebenbei hat, dass man auch mal ein bisschen Rennen fahren kann. An sich, dieses Schiff kann man sich auch später im Game holen, muss man jetzt nicht zwingend vorher, aber um das Spiel halt zu unterstützen, kann man es halt machen, wenn man will. Von daher, wie gesagt, schaut es euch mal an. Ihr findet auf der Star Citizen Webseite findet ihr auch noch weitere Screenshots und Konzeptarts. Ich werde die noch unter den Kommentaren verlinken. Und wie gesagt, macht's gut. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ciao.